Ja, sie ist sehr weit weg. Mindestens 20 Schritte zum Schiff. Ja. Gut, dann werden wir mal dem bisschen Feuer unterm Hintern machen, ne? So. Und das ist dann für heute, würde ich, also je nachdem wie lange es dauert, schon fast die letzte Quest heute. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. So. Sämtliche Waren im Lagerhaus. 5 Waren. Das ist ja ein großes Lagerhaus. Das ist hier ein sehr großes Lagerhaus. Soll ich das lustig machen oder soll ich das dumm machen? Also, ja, soll ich das so machen, dass mich niemand sieht und plötzlich brennt alles? Und die werden halt Anschiss bekommen? Oder soll ich die alle töten? Ich glaube, ich mach's lustig. Und... Also, ich versuch's. Das einfach alles abfackeln, ohne dass die mich sehen. Siehst du mich? Nee. Ich gehe mal hier lang. Entschuldigung. Sie werden mich suchen. Ich nur weil du laut bist. So. Süß, die werden Anschluss bekommen. Ja, also. Vielleicht hat der Höker ja einen guten Tag oder so. Tja, dann gehe ich mal außen. Das ist der Ort. Verbrennen wir ein paar Waren. Bist du frei? Schreie mich und flehe dich an. Sag ich jetzt nicht, dass ich ja jetzt doch alle töten muss. Entschuldigung, ich stehe mal hier was. Aha. Du bist frei. Geh. Ja, oder bleib noch. Vielleicht bleibst du noch. Ja, wieso mache ich das jetzt? Ja, vielleicht. Okay, die merken das gar nicht. Gut. Alles gut. Ich hatte jetzt echt Sorgen, dass ich jetzt wirklich alle töten muss. Tja. Niemals befreien, bevor die Leute tot sind. Ja. Das ist ein Bug. Ja, dachte ich mir auch gerade. Aber deswegen bin ich ja schnell hier hingegangen, um auf den zu springen. Und dann irgendwas zu machen. So, wo sind denn die Waren? Bitte, hilf mir! Ja, gleich. Lass das nicht. Ja, wobei, die sind ja gerade verpackt, also kann ich dich auch befreien lassen. Befreien lassen, befreien. Das werde ich niemals vergessen. Niemals. Gut. Los, Tobi, töte sie alle. Ja. Na gut, dann töte ich sie halt. Guten Tag, der Herr. Ich töte dich. Vielen Dank. Jetzt tue ich dich mal hier rein. Oh, Nickerchen.
Apropos. Hier bist du. Ja, du hast freie Bahn. Warte, den. Oh, jetzt kann ich mal die Nummer 3 machen. Nee, kann ich doch nicht. Ja, dann mache ich mal die Nummer. Warte, die Nummer 1. Ja, wobei, der ist ja jetzt schon raus. Okay. Da sind die Leute vom Höker. Vom Höker. Zerstörungsgebiet. Kann ich hier einfach die Tür aufmachen? Schade. Ich würde gerne die Tür einfach aufmachen und ihn dann so weg. Das ist ein Vogel. Und du bist tot. Oh, sehr schön. Hast du fein gemacht. Ich will aber... Ja, komm. Ich will das einmal probieren. Das ist cool. Ja, die sind wirklich ein bisschen verbuggt. Die stehen jetzt einfach da. Gut. Aber ich muss den das noch ein bisschen gillen. Also diesen Geisterpfeil. Oh, da ist auch noch einer. Ach. Damit er wirklich Schaden macht. Guten Tag. Mal schwimmen gehen. Das mögen wir alle. Auch Platscher. Sehr schön. Schaut er her oder schaut er weg? Er schaut weg. Wie praktisch. Guten Tag. Also diesen Finisher kannte ich noch nicht. Krass. Alter. Das ist so krass. Schön. Aber die da oben sind ja nicht von den Höker, sondern das sind ja Spartaner. Muss ich ja dann nicht töten. So. Moin Tobi, er muss noch kurz meinen kurz vor Schluss Auftritt machen. Ja, ja. Das war. So. Ich frage mich ja, wo die. Ah, hier. So. Dann wahrscheinlich oben noch, ne? Ja, bestimmt. Warte. Ah. Guten Tag, die Herren. Okay. Komm und hol's dir. Okay.
badass. Ja, ja. Ich lass dich mal in. Keine Ahnung. Ich kann noch reden, wenn ich verletzt bin. Oh Götter. Aha. Ja. Also. Du kämpfst wie ein Spartiat. Du bist entschlossen. Das haben wir gemeinsam. In den Flammen waren Unschuldige gefangen. Die in dem Lagerhaus? Habe ich längst befreit. Ein guter Soldat tut, was ihm gesagt wird. Ein großer ist immer zwei Schritte voraus. Danke. Ich bin Cassandra. Ich würde dir auch danken, wenn ich wüsste, wer du bist. Rasidas von Sparta. Du bist neu hier in Korinth. Bist du auch ein Spion? Eine spartanische Taktik. Ich habe Mittel und Wege. Ich bekomme das Gefühl, das gehört in Korinth dazu. Antusa hat ihre Hetären in jeder Ecke. Ah, Antusa. Wir sind uns uneinig, haben aber einen gemeinsamen Feind. Den Höker? Wir sind uns einig, dass er sterben soll, aber uneinig wie. Interesting. Ah, ich hatte das jetzt voll gefeiert, dass, wenn die weggelaufen wären. Ja, das sah wirklich so aus, ne? Es sah wirklich so aus. Sparta hat also auch ein Höker-Problem. Was weißt du über ihn? Seine Waffe hat eine große Reichweite. Korinth kämpft an Spartas Seite. Es ist unsere Pflicht, sie zu beschützen. Dann ist eine Zusammenarbeit mit Antusa der sicherste Weg. Wenn es nach ihr ginge, würde der Höker durch die Straßen getrieben. Sparta will, dass er leise erledigt wird. Was willst du mit ihm anstellen? Der Höker hat Korinth unter seiner Kontrolle. Ich will ihn mit möglichst wenig Blutvergießen ersetzen. Jetzt ist die Frage, wie wir es machen, ne? Er muss sterben, ihn zu töten ist nicht gerade friedlich. Ja, und aber, ja. Er verlässt den Thron nur, wenn er stirbt. Ganz einfach. Ja, er spricht nicht die Sprache der Diplomatie. Überrascht mich nicht, nach allem, was ich hörte. Wir haben seine wichtigsten Männer festgenommen, die Bürger bewaffnet, versucht, die Polis gegen ihn aufzubringen. Nichts half. Es bleibt nichts, außer einem schnellen Schnitt mit dem Schwert. Das hilft meistens. Wir locken ihn in die heilige Höhle Korinths und dann ist es vorbei. Ich kann dir dabei helfen, den Höcker unschädlich zu machen. Ich will Antusa helfen, nicht dir. Ja, aber wenn ich ihm helfe, dann helfe ich ja auch ihr, also. Ja, ist doch egal. Wenn ich Korinth verlasse, ist der Höker lange tot. Tötest du ihn, wird Sparta in deiner Schuld stehen. Auch ich war einst Spartanerin. Einst? Bis ich als Kind vom Taygetos-Gebirge geworfen und zurückgelassen wurde. Du bist die Tochter von Nikolaos von Sparta? Ganz Sparta kennt deinen Namen. Du bist hier? Und du bist am Leben? Unmöglich! Kleiner Fanboy. Ich habe überlebt. Mich selbst großgezogen, während das Leben in Sparta weiterging. Ganz gleich, ob man aus Sparta ist. Die Guten werden vergeben und ihnen sollte vergeben werden. Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter, Myrine. Und nur Antusa kann mir helfen. Ja, Myrine. Du kanntest Nikolaos? Ein guter Befehlshaber, aber ein sturer Spartiat. Und entlohnt für seine Loyalität. Aber er verschwand und seine Leiche wurde nie gefunden. Der Staat hat ihn für tot erklärt.
Ist schon gut. Ich sah ihn zuletzt, als ich ein Kind war. Du weißt nicht zufällig etwas über sie, oder? Ich weiß, dass niemand solch eine Tragödie allein ertragen sollte. Und ich hörte, dass sie in dieser Nacht Sparta den Rücken kehrte. Niemand hat sie vergessen. Soweit ich weiß, wollte sie vergessen werden. Kein Grund, in der Vergangenheit zu schwelgen. Aber ich will mehr erfahren. Es gibt keinen Weg zurück. Die Vertriebenen finden immer wieder ihren Weg nach Hause. Die Götter haben nur entschieden, dass du dafür kämpfen musst. Das wäre nicht irgendwie einfacher gegangen? Kopf hoch, Spartiat! Einfach gibt es nicht. Wiedersehen, Brasidas. Wir sehen uns wieder. Ich werde mit dir kämpfen. Sei mutig. Interessanter Typ. Alexia, so eine Brasidas aus dem Brennerhaus gekommen. Ja, das sah bestimmt auch ziemlich geil aus. So, gut. Ja. Nicer Dude. Bist du tot oder schläft er? Hä? Vorhin hat er sich doch hier so hingepinnt. Gut, also ja. Gut. Statt ich schläft. Oh, den Film will ich auch mal wieder sehen. Oh, die schläft. So. Nieder mit den Höker. Anthusa wollte den Krieg mit den Höker endlich beenden. Dazu muss er sterben. Auf welche Weise? Das war Anthusa und Brasidas da waren Anthusa und Brasidas uneinig, sodass es an Cassandra lag, die richtige Wahl zu treffen. Sprich mit Anthusa in ihrem Haus. Also Brasidas Weg ist halt mehr unser Weg, also dieses heimliche in sein Haus. Und Anthusa will es ja richtig öffentlich machen, oder? Vielleicht können wir sie noch irgendwie. Ja. Überreden? Das heimlich zu machen? Irgendwie? Ich weiß nicht. So, dann bin ich mal gespannt. Entschuldigung, wo geht's denn hier rein? Was willst du hier? Entschuldigung. Hier sind viele Wachen. Ja, als ob die mich jetzt sofort angreifen. Ich bin doch nur vorbeigegangen. Du Popo. So, dann gehe ich mal hier rein. Nipp. Dann gehe ich mal. Ah, hier geht's. Hier bist du. Dein Plan ist aufgegangen. Die Schläger des Hökers haben mich angegriffen. Ich weiß. Ich habe auch gehört, dass sie dir keine Schwierigkeiten machten. Nope. Das war nicht mein erster Kampf in Korinth. Auch nicht dein letzter. Wir nehmen uns den Höker im Theater vor. Ich habe für ein korinthisches Drama gesorgt, das keiner vergessen wird. Brasidas sorgt sich, dass dem Tod des Hökers Anarchie folgen könnte. Er will ihn tot sehen. Aber es soll leise geschehen. Der Mann ist weit weg von Sparta. Wir sind in Korinth und machen es auf die Art der Korinther. Das nervt mich.
echt hart an Assassin's Creed, wenn man halt nicht gleich sieht, dass man da nicht hin darf, gibt es keine Warnung. Es ist sofort Kampf und du wirst sie nicht mehr los, ja. Also manchmal ist es ja von wegen, keinen Schritt weiter oder hier gehörst du nicht hin. Und wenn man dann geht, dann ist es ja gut. Aber in 90% der Fälle ist es wirklich so, sie sehen dich und attackieren dich sofort. Bringen wir ihn zum Theater. Ich will ihn zur Höhle bringen. Was soll ich machen? Was soll ich da machen? An sich zum Theater bringen. Das ist so von. Ja. Das ist halt wirklich dann Show. Aber da kannst du halt auch zu. Zivilisten, also zivilen Abfall kommen. Aber die Warnung kommt nur, wenn man 20 Meter entfernt vorbeirennt. Ja, das stimmt. So alles voller Zivilisten und Bevölkerung, die da vorbeigeht. Und die, ja, da hast du recht. Und wenn man irgendwie in die Richtung schielt, dann so. Tja, ich hab's im Theater gemacht, Tobinator in der Höhle. Ich habe jetzt noch keinen Unterschied bekommen, aber keine Ahnung, ob da noch was kommen wird. Ich hätte es ehrlich gesagt auch im Theater gemacht, weil wir brauchen ja was von ihr. Und wenn wir ihr den Gefallen tun, wird sie uns helfen mit unserer Mutter. Aber wenn du sagst, das ist halt kein Unterschied. Aber ja, ich hätte es halt. Also das wäre halt so mein Argument gewesen in diese Richtung. Gut, dann machen wir es im Theater. Einverstanden. Es wird ein Spektakel. Triff mich und meine Mädchen dort. Die Öffentlichkeit weiß nicht, welch Triumph sie erwarten wird. Aber das werden wir erst Montag sehen. Also bis jetzt kam nichts, aber kein Plan, ob da noch was passiert. Aber ja, hab gedacht wie du, ja. Dies passiert ja bei uns öfters, ne? Gut.